Trink dein Tee. Trinke doch dein Tee. Aber der ist super paranoid. Ich verstehe gar nicht, warum. Er hat die Pantoffeln an. Boah, Typ, trink dein Tee. Oh, er trinkt sein Tee, er trinkt sein Tee. Warte, warte. Wie schwer das ist jetzt? Schleife liegt einer auf der anderen Seite. Mann. Was macht die denn? Hä? Die beobachtet den voll. Was? Hä? Aber ja, einen kranken Scheiß da alleine. Ich will einfach nur hier raus. Ich glaube, ich muss zurücksetzen, oder? Oh Mann, ey. Oder warte mal. Schade. Ich glaube, ich muss das zurücksetzen. Fortschritt bleibt, ja? Fortschritt bleibt, ja? Ja, ich wollte eigentlich schon aufgehört haben, dass ich aufnehme. So. Gut, nochmal. Ich will da durch. Okay, also. Ich will das immer noch mit der Schleife machen, weil ich das irgendwie voll süß finde, die Idee. Wie sie mir dann die Schleife umbindet. So, weg mit dir, mein Freund. Genauso. Ich bin eine feine Gans. Bitte binde mir diese Schleife um. Schleife. Oh nein. Hä? Willst du mich verarschen? Du blöde Kuh. Lass mich da durch. Kriegst die Gans hier nicht wieder. Das ist meine Freundin. Nö. Jetzt mach mal, was du willst. Ich geh mit dir ins Wasser. So. Blöde Kuh. Ein bisschen beleidigt. Nein! Das bleibt so! Hör auf! Ich will, dass das so bleibt. Wie mache ich das, dass das so bleibt? Ich müsste das Band irgendwie richtig kaputt machen, glaube ich. Vielleicht kann ich es ja abschneiden? Tja, Pech, ne? Das ist schon scheiße, ne? Ich brauche die Pantoffeln. Was? Oh, puh, Gott sei Dank. Was haben wir denn hier? Okay, nichts. Oh, was ist das denn? Muss irgendwie dauerhaft aufbleiben. Ich kann es nicht aufsammeln, ne? Okay. Da muss es irgendeine Lösung für geben. Also da muss es wirklich irgendeine Lösung für geben. Weil es kann nicht sein, dass ich dann, wenn sich. Das war ja auch mit dem Gärtner so. Dass wenn ich einen Schlüssel hatte und er einen Schlüssel, ne, dann das ging ja auch.
Gut, warte, ich guck schon mal. Wenn ich Seife hab. Okay, wenn ich Seife und die ganzen Sachen hab, dann kann ich die wohl hier drin waschen, denke ich, ne? Das würde ja ein bisschen Sinn machen. Das heißt, ich kann den BH und die Socken schon mal da reinpacken. Dieser böse Nachbar. Dieser böse, böse Nachbar. Und seine Pantoffeln kann ich gleich auch schon mal da reinpacken. Dann brauche ich nur noch die Seife. Mach schon mal. Eins. Zwei. Das Spiel ist so bescheuert einfach. So, ich muss oben hin. Okay, muss aufpassen, weil jetzt liest er nicht seine Zeitung. Ich glaube, ich kann mich hier verstecken. Hier habe ich einen Sichtschutz. Wo ist liest deine Zeitung? Deine Zeitung liegt unten, die hast du runtergeworfen. Oh, Mist. Hier. Nimm deine Zeitung. Ja, nimm sie. Gern geschehen. Ein paar Socken habe ich doch. Ach, ein paar Socken. Okay. Oh, Mist. Ja. Hm. Hey. Ich bin empört. Tja. Die Seife ist dann wohl weg. Ich habe keine Schleife und du bekommst keine Seife. Jetzt geh. Oh, wie begeistert der das anguckt. Oh. Ah, auch nö. Jetzt malt die wieder. Eigentlich mit der Rose. Das sieht immer aus, als könnte ich damit irgendwas machen. Guck mal, kann ich von ihr lassen. Das ist hässlich. 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 Ich fühle mich übrigens auch schmutzig, deswegen wasche ich mich einmal. So, jetzt gehe ich wieder raus. Und dann versuche ich nochmal mein Glück. Mein Glück mit der Schleife. Das doch sehen. Du musst das doch sehen. Wo, huch, wo ist denn die... Ja, wo ist die Wäsche? Jetzt aber. Heb's auf. Jetzt bind sie mir bitte um. Na, endlich. Du verwirrte Frau. Haha, verarscht. Ich bin echt... Oh Gott, sehen wir süß aus. Schön. Gefällt mir. So. Bring den Mann dazu, barfuß zu gehen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, wenn ich wieder rauskomme. Weil ich habe gerade gemerkt, scheiße, die hat das ja wieder zugemacht. Hilf der Frau, die Büste anzukleiden. Hilf jemanden dazu. Bring jemanden dazu. Hilf jemanden dazu. Okay. Die Büste. Was ist denn hier los? Da ist die Büste. Ach so. Ja. Wip. Ich würde gerne einmal hier so durch. Dankeschön. Und dann gehe ich einmal hin und mal ein Bild.
Oh, der Pinsel ist also ganz böse. Okay, alles klar. Okay, wir können ja schon ein paar Sachen machen. Die Büste anzukleiden. Mit den gewaschenen Sachen? Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Oder könntest du bitte vielleicht... Ich muss wirklich... Ich muss da raus. Manno! Das muss doch irgendwie gehen. Das muss doch irgendwie gehen. Von hier aus muss ich doch irgendwie rauskommen. Oh, ja. Ja, warum nicht? Okay, ich habe wirklich keine Ahnung. Eigentlich müsste das Tor von innen irgendwie aufmachbar sein. Und ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier nochmal die Klamotten brauche. Oh, das hier ist einfach so, ich weiß nicht, das sieht aus, als würde ich doch hier durch können. Warum kann ich nicht da durch? Ich bin so sauer und wütend. Und wütend und sauer. Mist. Warte mal, das wäre eigentlich vielleicht, das wäre eine Idee. Hier, guck mal. Nimm doch mal diese Vase. Ah, guck mal, eigentlich... Nein, nimm die mal. Hier. Weil ich dachte, wenn die aufhebt, kann ich ja vielleicht in dem Moment auf sie einhacken, dass sie dann die Vase fallen lässt und dann zersplittert sie. Oh. Die Vase, oh nein. Wer war das? Nö, klappt leider nicht. Scheiße. Mist. Das ist ja eigentlich, hätte jetzt so voll den Durchblick. So, da gehört die Vase hin. Und da packe ich da auch noch hin. Dreh ich durch, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Woo! Ich kann den nämlich barfuß rennen lassen. Da muss ich nur raus. Für Mann. Ja, okay. Ich kann ja auch zurücksetzen. Ich bin so doof. Natürlich, mein Fortschritt ist ja eh gespeichert. Trotzdem ist das blöd. Ich muss da irgendwie trotzdem hier raus können. Ich check's nicht. Wahrscheinlich ist es super einfach. Barfuß also, was? Kann ich bitte hier rein? Dankeschön. Barfuß. Upp. Ich kann den anderen Pantoffel nicht nehmen. Oh Mann, nein. Das ist so furchtbar. Was mache ich denn jetzt? Cool, eine Pfeife.
könnte ich vielleicht für die Büste benutzen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist aber komisch. Ich dachte eigentlich, das ist vielleicht wie bei den Jungen. Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Entschuldigung. Ah! Ich brauche so eine blöde Zeitung. Warte. Leg die Zeitung weg, Mann. Hä? Darf ich bitte durch? Dankeschön. Okay, die Zeitung muss weg. Wie könnte ich das mit dem anderen Pantoffel machen? Das könnten wir vielleicht für die Büste noch nehmen. Aber ich... Ich will was ausprobieren. Mist! Nein, er darf den Pantoffel nicht kriegen! Ja! Er hat einen nassen Fuß, Er hat zwei nasse Füße! Er muss die Pantoffeln ausziehen. Komm, er muss die Pantoffeln ausziehen. Sind beide nass? Komm schon. Nein. Nein. Hallo. Wie geht's? Kann ich etwas mit den Rosen machen? Nein. Hier mit den Rosen auch nicht. Ich weiß echt nicht, wie ich... Also man hat ja gesehen, dass mit dem Pantoffel... Lass mich durch. Warte mal, ich nehme jetzt erstmal die Kappe, gucken, ob meine Theorie überhaupt richtig ist. Okay, jetzt sieht sie die Kappe. Setzt sie sich vielleicht die Büste auf? Ja, super. Okay, das gefällt mir. Dann brauche ich noch die Brille. Das ist eine doofe Tasse. Oh Gott, der Arme. Ah, gut. Angst, dass sie das gleich wieder zumacht. Hm.
Ja, keine Ahnung, was man da jetzt noch nehmen könnte. Obwohl... Oh, Entschuldigung. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das hier nehmen. Okay, eigentlich wollte ich auch den Pantoffel nehmen, weil ich immer noch... Ah! Mit dem Pantoffel ist echt schwierig. Gut. Ich glaube, das war es dann tatsächlich auch mit der... dass wir jetzt noch die... Zigarre, wollte ich jetzt sagen. Die Pfeife nehmen müssen. Gott, ich hoffe, ich habe es gerade nicht Zigarre genannt. Ich muss ja echt aufhören aufzunehmen, ist zu spät. Was hat das manchmal zu bedeuten? Ich weiß, dass die ganzen Töne ja was zu bedeuten haben. Weil ich was richtig gemacht habe, ist das so ein positiver Ton gewesen. Und hier frage ich mich jetzt, habe ich vielleicht... Oh, Entschuldigung. Okay. Das heißt, wir haben die Sache, die das weitere Geschehen triggert, ist wirklich, bring jemanden dazu. Ach, der Mann. Nee, der doch nicht. Ich dachte, der Mann mit dem Barfuß, das war. Bring jemanden dazu, die wertvolle Vase zu. Schnell wieder rein! Ja. Die wertvolle Vase zu zerbrechen. Ich guck mal, was passiert, wenn ich die Vase beim Nachbarn hinstelle und vielleicht. Während er die Vase zu ihr zurückbringt, vielleicht dann nochmal die Glocke läuten? Ich will meine Schleife wieder haben. Ich weiß, dass es eigentlich egal ist, aber trotzdem. Ja, wunderschön, ja. Solche Spiele und sowas wie Goat Simulator sind halt echt super beliebt. Und ja nicht ohne Grund. So. Okay, geht auch ohne Glocke. Eine neue Aufgabe. Bring jemanden dazu, die Rose für den Wettbewerb abzuschneiden. Oh oh. Oh oh. Los! Los, die Schere! Los, nimm die Schere! Okay. Lass mich raten. Keine Gänse. Verstehe ich. Arsch. Okay. Okay. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich es. Oh, geil. Okay, das ist ganz cool eigentlich. Deswegen konnte ich das auch machen. Wie scheiße wir einfach sind. Wie scheiße wir einfach sind. Das ist so krass. Wir sind so böse. Okay. Ja, dann genau. Ja, mach das erstmal. Mach das erstmal. Die schöne Rose. Hurra! Ich will diese Rose an mich nehmen. Ich weiß, wem ich die Rose gebe. Bitteschön. Für dich. Ach, wunderschön. Okay. Dann, oh, warte. Genau, stimmt. Ich sollte ihm die Rose da hinlegen, ne? Dann beefen die sich erstmal richtig hart, ey. So. Oder er denkt, ich war das. Aber wer könnte denn denken, dass so eine Gans sowas macht? Oh mein Gott. Jetzt gibt es Beef!
Na, wo ist sie denn? Die kommt gleich. Du kannst sie gleich anmeckern. Und einer von euch wird gleich bestimmt reinrennen und dann kann ich weiterlaufen, oder? Los! Ich will den Beef! Ich will den Beef, den Beef, den Beef. Beef, 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 Beef. Ja, Achtung, es wird spannend. Schön. Okay, und jetzt gucken wir, was passiert. Wow. Alles klar. Ja, sie hat auch deine Mütze. Sie hat wirklich alles von dir. Sie klaut die ganze Zeit. Wollte ich ja nur mal sagen, ne? Habe ich gesehen. So, wie kommen wir jetzt weiter? Die beiden haben sich gezofft. Mit dem Mann dazu barfuß zu gehen, muss ich, glaube ich, eigentlich gar nicht machen. Darf ich gehen nochmal rüber? Eigentlich müsste jetzt ja irgendwas passiert sein, sodass ich weiterspielen kann. Die Rose kann ich nicht abnehmen, leider. Wenigstens das noch irgendwie fertig kriegen. Da hat sich vielleicht sogar die Tür aufgemacht oder sich. Oh, schon wieder! Wow, was für ein Drama! Was für ein. Ey, das sehe ich aber das Schild. Das ist aber doof. Ah, jetzt kann ich hier durch. Okay, das ist schön. Cool. Spielen wir was? Okay. Neues Gebiet. Ich bin gespannt. Oh, Amazon-Paket. Noch nicht bereit. Okay. Ich bin verwirrt. Kann ich hier rein? Hallo? Oh. Ach, jetzt sind wir hier. Auch schön. Da ist nämlich auch der Schnuller. Ich will nur ins neue Gebiet. Ich will nur ins neue... Oh, ein Postwagen. Aha. I see. Okay, aber... Warte mal. Hier. Mach ich erstmal Schluss. Ich glaube, wir spielen es weiter. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das noch weiterspielen. Ich muss noch gucken, weil jetzt nämlich ein... es kommt noch ein Horrorspiel, das ich auf jeden Fall auf dem Kanal spielen möchte. Und Streams habe ich auch einige geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die wahrscheinlich schon alle gelaufen. Oder einige davon. Und ich... Ich bin sehr müde. Auf jeden Fall, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin sehr froh, dass ich das Spiel heute angefangen habe. Weil ich habe heute eigentlich noch was anderes aufgenommen. Und das hat sich dann aber doch nicht, ihr habt es schon gesehen wahrscheinlich, oder es kommt erst jetzt, ich weiß nicht, doch nicht für ein Let's Play geeignet. Das ist eher so für ein Stream was gewesen. Deswegen habe ich daraus eine Preview gemacht. Und da habe ich gedacht, oh, ich würde gerne irgendwas aufnehmen, was den Kanal nochmal ein bisschen bunter macht. Und ja,
Da habe ich gedacht, ach komm, auch wenn es gehypt wird, probier es mal aus. Und ich bin sehr froh, weil es wirklich ein sehr witziges Spiel ist. Ich weiß, dass einige von euch auch gefragt haben, wir gucken Simulator und sowas. Also wir können sowas immer mal wieder bringen, ne? Falls ihr irgendwelche lustigen, wirklich lustigen Spiele habt oder lustigen Simulatoren, wir haben ja davon auch einige auf dem Kanal, einfach Bescheid sagen, einfach schreiben und so. Und dann gucke ich mal, ob irgendwas für mich dabei ist. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.